So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber. Der Don hat mich direkt in einem Kampf-Encounter rausgelassen, dann schauen wir doch mal. In den Pausen ist Kämpfen meine Lieblingsbeschäftigung. Ah ja, wieder gute alte Pokémon Silber Kampfmusik. In Radikal hat er hier. Was haben wir vorne? Scarabou, das ist doch schön. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel Pokémon hat er denn überhaupt. Ansonsten machen wir einfach Zornklinge. Verfolgung, das wird nicht viel machen. Die nächste sollte dann schon töten. Wieder schöne Erfahrungspunkte und noch ein Radikal. Nein, ich möchte nicht wechseln. Die nächste Zornklinge sollte ihn jetzt auch gleich instant weghauen. Sieg oder Niederlage? Meine Pause ist vorüber. Ja, nee, ist klar. So. Wie schaut denn unser Team aus? Bis auf Scarabou, der relativ angeschlagen ist, eigentlich ganz gut. Dann darf das Spike mal nach vorne. Willst du kämpfen? Ja, willst du. Mir ist langweilig, willst du kämpfen? Picknicker Hedwig. Kämpfen gegen Harry Potters Schneeeule. Los, Spike, Erdbeben. Das hat gerade nicht mehr gereicht, aber zumindest fast. Na komm, hier kriegst du einen Schlitzer. Und wir haben Picknicker Hedwig besiegt. Oh, du bist zu stark. Ja, nee, ist klar. So, und dann sind wir hier eh schon dort, wo wir hin müssen. Kapitän, spielst du mit mir? Mir ist langweilig. Ich möchte spielen. Hi, willst du mit mir spielen? Oh, Opa sorgt sich um mich? Ich muss los. Ich muss Opa finden. Hallo Opa, hier bin ich. Ich habe mit dem Kapitän und ihm hier gespielt. Gold, oder? Ich hörte, du hast meine Enkelin bei Laune gehalten. Ich möchte dir dafür danken. Ich möchte, dass du das nimmst. Der Metallmantel, aber die Itemtasche ist voll. Na gut. Moment mal. Das Ding können wir doch mitnehmen, wenn wir hier in unseren PC gehen, oder? Einmal mal schauen. Ja, kann man irgendwas ablegen, was wir hier nicht brauchen. Wir brauchen den Mondstein jetzt nicht wirklich. Irgendwas? Nein, das brauchen wir. Den Metallmantel würde ich schon gerne mitnehmen. Den brauchen wir zwar auch nicht, aber es ist ein Metallmantel. Sowas kriegt man nicht häufig. So. Jetzt aber. Und dann sind wir ja jetzt in Urania City. Ach ja, und schon sind wir in Kanto. Und
Und hier haben wir doch dann auch gleich das riesig fette schlafende Relaxo, das hier alles blockiert. Das wird aber schon noch schön gefangen, weil der trägt die Überreste. Oh, erstmal ins Pokémon Center. So, ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. So, tut mir leid, dass ich kurz weg war. Habt ihr wahrscheinlich eh nicht gemerkt. So. Was müssen wir denn jetzt eigentlich genau machen? Ja, theoretisch haben wir ja noch ein paar Orden zu machen. Surfer haben wir nicht zufällig gerade dabei, ne? Ja gut, da müssen wir mal ganz kurz den Garadon wieder mitnehmen. Entweder das oder Visenior. Irgendjemand hat mir gerade auf einen Facebook-Post geantwortet. Juhu! So, Garadon, den ich in der nächsten Arena so oder so nicht mal wirklich brauchen kann. Ah, Moment, ich muss ja eh erstmal ganz kurz jemanden rauswerfen aus dem Team. Ist eigentlich schade, weil genau der Garadon wäre der einzige, den ich jetzt wirklich nicht brauchen kann. Ich lasse Fliggy mal ganz kurz raus. Der ist der einzige sonst, der hier eine Elektroschwäche hat. So. Du tauschst mal mit Rückkehr. Und dann nehmen wir uns mal den guten Major Bob vor. Ah. Hey du, Champions B. Dieses Mal hattest du Glück. Major Bob ist sehr vorsichtig. Er hat überall in der Pokémon Arena Fallen aufgestellt. Aber die Fallen funktionieren nicht. Du wirst Major Bob problemlos erreichen. Oh ja, das finde ich sehr toll. Aber trotzdem verprügeln wir erstmal ein paar Trainer hier. Ich werde dich fertig machen. Du wirst gleich einen Schlag bekommen. Und ja, wir haben ein anderes Battle Theme ab hier. Kanto Trainer Battle Theme. Jongleur Ignaz kommt mit einem Elektroball. Level 33, das ist ja sehr human. Walzer, ich weiß jetzt nicht, ob mir das gefallen will, aber mal schauen. Wenn wir das Elektroball vorher tot kriegen, soll es mir recht sein. Okay, ja, ich mache jetzt einfach mal einen Body Slam, mal schauen, wie viel der macht, weil Elektroball hat ein bisschen weniger Verteidigung als Spezialverteidigung. Zieht ungefähr gleich viel ab. Da kommt der dritte Walzer. Der sollte schon ziemlich stark sein. Ja, geht. Auf jeden Fall war es das mit Elektroball. Und ein weiteres Elektroball kommt. Möchte ich das Pokémon wechseln? Oh, nee, Rüki hat das gut gemacht. Komm, kriegt man gleich einen Body Slam. Und noch einer. Vielleicht reicht's ja schon. Bevor der Walzer auf die Stärke 120 kommt. Ja, so geht das. Und noch ein Elektroball. Übertreib's halt mit deinem Elektroball. Hier macht sie eh alle platt. Ja, zumindest fast.
So. Ich mache jetzt einfach mal das hier. Und schon haben wir wieder eine Menge KP. Auch wenn der nächste Walzer jetzt ganz schön viel Schaden machen wird. Es gibt noch mal 1000 DP und Rückkehr erreicht Level 37. Und es kommt noch ein Elektroball. Mal schauen. Spike darf jetzt mal wieder ran. Der sollte in dieser Arena ja das leichteste Spiel aller Zeiten haben. So, dann schauen wir mal. Der will auch walzen. Aber ich grab mich dann erstmal ein. Weil dann geht sein Walzer daneben und die Stärke ist wieder resettet. Wozu Erdbeben machen, wenn der Schaufler auch reicht? So. Dann darf Rückkehr mal ein bisschen Auszeit nehmen. Der Spike macht hier weiter. Du willst Major Bob besiegen? Dann musst du erst an mir vorbei. Ja, kein Problem. Der Herr Gentleman Alfred. Mit einem kleinen Pika Pika. Doppelteam, juhu! Ich bin begeistert. Es gibt einen guten Grund, warum diese Attacke im Competitive verboten ist. Da habe ich mal zum Glück getroffen. Ein Vati kommt da. Komm, da kriegst du ein Erdbeben. Hat's ganz knapp nicht für ein Level-Up gereicht. Ich habe versagt. Major Bob, es tut mir leid. Und dann nehmen wir gleich den nächsten Vollspacken hier. Ist Joey mit einem Magnetilo ein volles Opfer für alle Bodenattacken. Einmal weggeschaufelt. Und Level 37 für Spike. Er hatte schon fast 100 Punkte Verteidigung. Ein Voltoball. Komm hier. Er explodiert. Gut, dass Spike so eine gute Def hat. Da kommt noch ein Magnetilo. Na gut, hat er jetzt wenigstens keine Attackenpunkte vom Erdbeben gekostet, das Voltoball. Immer schön auf die Doppelschwäche. Und was hat er jetzt noch? Noch ein Magnetilo. Drei Magnetilo und ein Voltoball. Du kriegst du jetzt auch noch einen Schaufler. Alle Ultraschall machen wollen. Und Volltreffer, der war ja total nötig. Machen wir halt achtfachen statt vierfachen Schaden. Oh, wie schockierend. So. Nachdem ich mal davon ausgehe, dass unser Spike
den Arena-Leiter jetzt im Alleingang fertig machen kann. Gut, ich gebe zurück ja trotzdem nochmal einen Hypertrank, einfach so, weil ich es kann. Weil sie kann ja gegen Major Bobs Pokémon auch noch was ausrichten. So defensiv wie sie ist und mit Elektroresistenz in ihrem Pflanzentyp. Ja. Hey, kleiner Kerl. Es war vielleicht nicht sehr klug, mich herauszufordern, aber das muss ich dir lassen. Du hast Mut. Ich bin die Nummer 1, was Elektro-Pokémon betrifft. Ich habe den Kampfplatz nie als Verlierer verlassen. Ich werde dir eine pfeffern, wie ich es mit meinen Feinden im Krieg getan. Und Kanto-Arena-Leiter-Musik. Und Major Bob mit Sonnenbrille möchte kämpfen. Major Bob mit Sonnenbrille schickt Raichu in den Kampf. Und das Raichu ist Level 44. Yay. Und er hat nichts Besseres als Ruckzuckhieb. Tja, so viel zum Thema Raichu. Und was kommt jetzt? Electek. Nein, da möchte ich nicht wechseln. Ich habe zwar hier Angst davor, dass der eventuell Eishieb könnte, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht kann. Ah nee, er setzt Lichtschild ein, was seine Spätzle verhöht, was ihm ja total viel bringt, weil alle Bodenattacken sowieso physisch sind. Ja. Spike erreicht Level 38. Damit kommt er auf die 100 Angriff und 102 Def. Das ist doch sehr schön. Da kommt ein Elektroball. Und kommt jetzt eine Explosion. Ich vermute es ja fast. Nee, ein Doppelteam. Spike, tu mir einen Gefallen und triff einfach. Danke. Weil dann ist das Elektroball jetzt auch tot. Physische Attacken steckt das Viech nämlich auch nicht so gut weg. Und was kommt jetzt? Noch ein Elektroball. Nein, ich will nicht wechseln. Und der macht auch Doppelteam. Was hast du mit diesen verbotenen Attacken immer? Und natürlich geht da das Erdbeben daneben. Und er macht noch mehr Doppelteam. Juhu, ich freue mich ja so. Auf dass ich ihn irgendwann gar nicht mehr treffe. So, jetzt sind wir schon bei 50% Trefferwahrscheinlichkeit. Aber jetzt trifft er. Super Spike. Das hast du jetzt von deiner Doppelteam-Spammerei. Jetzt lieber mal Finale oder Explosion gemacht. Hättest mehr gebracht. Und einen Magneton hat er noch. Ja, so, jetzt ist das Lichtschild weg. Das Lichtschild, das mich eh nicht interessiert hat. So. Und die einzigen Attacken, die er durchbekommen hat, waren viermal Doppelteam und ein Ruckzuckhieb. Da hat ihm seine Sonnenbrille jetzt auch nichts gebracht. So. Und Spike ist Level 39. Major Bob mit Sonnenbrille wurde besiegt. Ah, du bist stark. Also gut, mein Junge, du erhältst den Donnerorden, aber meine Sonnenbrille behalte ich. Gold erhält den Donnerorden. Und das wäre dann der insgesamt vierte Orden, der in meine Tasche wandert. Der Donnerorden erhöht den Init-Wert deiner Pokémon. Du darfst stolz darauf sein, mich besiegt zu haben, hörst du? So. Dann haben wir das auch gemacht. So, wir dürfen uns ja jetzt sowieso mehr oder weniger frei entscheiden, welche Arena wir als nächstes machen. Also mit Major Bob fängt man normalerweise an, weil man in Orania City sowieso rauskommt. Aber ich gebe dem Don jetzt schon mal so einen kleinen Hinweis darauf, dass wir hier raus müssen aus Orania. Ach Moment, ich sollte vielleicht Fliegi wieder mitnehmen.
brauchen ja jetzt gerade kein VM-Opfer. So, erstmal Garadon wieder raus. Fliegi kommt rein. So, dann tauschen wir Scarabu mal nach vorne. So optimieren wir das Ganze noch ein bisschen nach Level. 36, 37, 38, 39, 39, 41. Passt. So. Dann werde ich den Don hier mal rauslassen und wir sehen uns dann in der übernächsten Folge wieder. Die nächste Folge seht ihr da dann bei Don Marcy wieder. Bis dahin, macht's gut!